Willkommen zurück hier bei dem Banditenlager. Okay, ich habe gerade ihn nach das Raben mit Q und E. Was offensichtlich falsch ist. Aber man kann es halt noch machen. Wenn man wollte, könnte man das immer noch. Naja, egal. Machen wir weiter hier. Beim Banditenschnitzeln. Ups. Hä? Bin ich jetzt doof? Kann auch nicht sein. Endlich. Oh, oh, oh. Ja, nee, lass mal gut sein. Schnell rennen. So, und jetzt hier hoch springen. Das hat so, okay. Nein, nein, nein. Schnitzeln wir den auch schnell weg. Oder auch nicht. Ja. Jawollo. So. Okay, weiter. Den da. Ups. Ja, kriegst mich nicht. Schnell weg. Krieg ich dich doch noch? Einfach einen vollen Rücken. Da gibst du schon auf und bekommst einen vollen Rücken gehämmert. Gut, und weiter. Den Hasen jetzt nicht. Sehr schön. Bleib stehen! Nö. Ich will garantiert nicht stehen. Nein, es hängt. Bleib. Das kann böse enden. Oh, es hängt schon wieder. Ach, ich kann sogar hier stehen. Den trage ich nicht mehr, okay. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Gut. Ah, nee, falsche Taste. 2 wollte ich. Das ist auch wieder voll. Ah, hier ist Sniper-Duell. Nur der Unterschied, dass ich gewinne.
Geil. Das nehmen wir noch schnell mit. Das nehmen wir mit. Das. Abgebrochen. Hä? Ah, jetzt. Na gut, nimm alles. Wir speichern mal. Ach, F5 war das hier. Ich höre doch welche. Und ich doch. Oh. Wow, wie viele hier noch sind. Bleib stehen. Nö. Hey, was? Okay, zwei weitere weg. Wie viele Pfeile haben wir noch? Genug. Ups. Schnell weg. Okay. Waffen haben wir auch schon einige, die wir verticken können. Nein, nicht hängen. Bleib stehen! Ah. Ah. No. Nein. Ah. Nein. Das dulde ich nicht. So, was haben wir noch? Nichts. Doch. Jetzt sieht doch jemand sein Schwert. Nehmen wir erstmal alles mit, was wir finden. Zu schwer. Die zu schwere Truhe können wir vielleicht später nochmal machen. Nochmal hier hochlaufen. Okay. Und wieder rein. Speichern können wir auch nochmal. Haben wir noch Heilung? Was wirbeln wir uns das hier rein? Aber drei. Problem gelöst. Vielleicht nochmal speichern. Man sieht ja hier gar nichts.
Gut, erstmal einen, würde ich sagen. Ups. Raus hier. Nein. Bleib stehen, du Lump. Was? Oh, oh, Felsen gefährlich. Nein. Nein. Einfach durchgegangen. Na, komm. Haben wir noch Schnieke sauber? Mhm. Feuerball 6-mal. Aber wir haben nicht viel Mana, ne? Doch 100 haben wir. Ah, nee. Nebel, Blitz beschwören. Energieschaden 1000. Oh, nee. Das lassen wir alles sein. Krieg ich dich doch noch. Krieg ich dich doch noch. Oh, die bleiben auch einfach nur stehen, ne? Können wir einfach so wegsnipen hier. Nee. Sehr schön. Der ist stark. Lass uns nochmal speichern hier. Okay. Kochtopf. Regnet halt immer noch. Naja, egal. Können wir was herstellen? 3-mal. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Talent, scharfe Pfeile erstellen, okay. Dann lass noch mal schlafen gehen hier. Es hängt. Ah, jetzt. Ah, sehr schön. Regen ist weg.
Können wir wieder rausgehen. Die liegen immer noch alle. Können sie auch liegen bleiben? Gab's hier hinten was? Oh, 3 Tage Zeit. Ich muss schnell zu Marek. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Sonst gibt's Ärger. Und Ärger möchte ich nicht haben. Das habe ich komplett vergessen. Nein, eigentlich doch. Das war Wenzels Schwerthöhle, oder? Nicht doch. Genau jetzt. Zu Hilfe. Ah, okay. So. Marek, der ist doch... Da steht er, ja. Hast du dich verlaufen? Ich schätze, die Orkwachen am Burgtor stehen da nicht umsonst. Allerdings nicht. Komm nicht auf die Idee, einfach so in den Burghof zu rennen. Die Orks greifen jeden im inneren Bereich der Burg an, den sie nicht kennen. Das heißt? Das heißt, dass du dich um die Stadt verdient gemacht haben musst, damit sie dich für unbedenklich halten. Erst dann darfst du dich frei unter ihnen bewegen und ihren Anführer sprechen. Ganz einfach. Kommt mir bekannt vor. Wie immer. Wer bist du? Ich bin Marek. Ich bin der Anführer und Ausbilder der Söldner in Montera. Wenn du hier Scheiße baust, fällt das auf mich zurück. Und das ist schlecht für dich, verstanden? Okay. Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meint, ich soll mich bei dir melden. Ah ja? Sagt er das? Nun gut, jetzt bist du ja hier. Sehr schön. Weißt du was von Xardas? Ja, er hat den Krieg zum Stillstand gebracht. Dass er den Paladinen und Feuermagier die Magie genommen hat, war ein guter Plan. Ein kluger Mann. Ich bin froh, dass er nicht zu meinen Feinden zählt. Du scheinst Xardas zu mögen. Mögen ist zu viel gesagt. Dafür weiß ich zu wenig über den dunklen Magier. Aber ich mag den Gedanken, den ewigen Streit zwischen Orks und Menschen endlich zu beenden. Xardas scheint der Schlüssel dazu zu sein. Er hat etwas Großes vor mit den Orks. Das beruhigt mich nicht. Wie auch immer. Bei allem, was ihm nachgesagt wird, ist Xardas am Ende auch nur ein Mensch. Wo finde ich Xardas? Ich weiß nicht, wo der Magier seinen Sitz hat. Angeblich sollen nur die Ork-Schamanen seinen wirklichen Aufenthaltsort kennen. Soviel ich weiß, befinden sich in Gäldern und Silten einige der bedeutendsten Schamanen der Orks. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Hast du was zu tun für mich? Für einen Söldner gibt es hier in Montera immer was zu tun. Aber für dich habe ich eine ganz spezielle Aufgabe. Dein Gesicht ist nicht so bekannt in der Stadt. Das ist dein Vorteil. Wie das? Ich kann dich gegen meine eigenen Leute einsetzen, ohne dass es auf mich zurückfällt. Du misstraust deinen eigenen Leuten? Wundert dich das? Seh dich doch mal um. Jeder von diesen Schwachköpfen hat nur seinen eigenen Vorteil im Hirn. Würden wir mit den Orks besser zusammenarbeiten, würde es uns allen besser gehen in Myrtana. Verstehe. Ich soll als Spitzel für dich arbeiten. Na komm, bist du dir dafür etwa zu schade, oder was? Ich schätze, du hast keine andere Wahl. Okay. Gut, ich werde für dich arbeiten. Gute Entscheidung. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Okay, wie genau läuft die Sache mit dem Spitzeljob? In letzter Zeit geschehen immer häufiger seltsame Dinge in Montera und auf den Bauernhöfen. Waren werden gestohlen, Sklaven verschwinden, Bauern werden überfallen und andere Schweinereien. Das alles stinkt mächtig nach Rebellen und Verrat.
Du sollst herausfinden, auf welchen meiner Männer ich mich verlassen kann und auf wen nicht. Als Lohn dafür bekommst du Gold und Ansehen und kannst bei mir das Kämpfen lernen. Ich warte derweil in meiner Hütte am Westeingang der Stadt. Gut. Wie soll ich die Loyalität deiner Männer prüfen? Keine Ahnung. Sprich mit ihnen. Arbeite für sie. Freunde dich mit ihnen an. Wie du das anstellst. Ist dir egal, schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gehen wir erstmal in die Arena, oder? Wie viele Lernpunkte haben wir? Null. Hey, du Wicht! Wenn du in meiner Arena kämpfen willst, musst du erst bei mir dein Preisgeld bezahlen. 500 Goldmünzen. Oder du kannst gleich wieder abhauen. Ja, gut. Hier hast du mein Preisgeld. Sehr gut. Willkommen in der Arena von Montera. Hat das Preisgeld hier jeder bezahlt? Was denkst du denn? Ohne Preisgeld kein Kampf. Ganz einfach. Du bekommst dein Geld zusammen mit meinem zurück, sobald du mich in der Arena besiegt hast. Ich hoffe, das erledigt sich von selbst. Dann kämpf mit mir. Langsam, Börschchen. Ich bin hier der Champion. Vielleicht solltest du dich erstmal warm machen, bevor du mich herausforderst. Ich steige erst mit dir in die Arena, wenn hier kein anderer mehr gegen dich antreten will. Nun gut. Wir speichern mal. Ach ne, F5 war das, ja. Vergesse ich jedes Mal. Aber nicht jedes Mal, aber oft. Planlos? Was meinst du? Auf mich wirkst du recht planlos. Rennst hier rum, quatschst jeden an. Suchst du irgendwas? Ich suche einen Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Ich denke schon. Ich kann dir den Griff in fremde Taschen und andere Dinge zeigen. Aber das musst du dir erst noch verdienen. Besiege mich im Kampf und ich bin dein Lehrer. Bist du mit deinem Boss zufrieden? Jo, Marek ist gut. So viele Freiheiten haben wir Söldner nirgendwo in Mittelland. Okay. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay, dann werde ich mal meine müden Knochen in Bewegung setzen, was? Speichern wir nochmal schnell. Komm her, Börschchen! Ah, oh, es hängt schon wieder. Da, Nein, 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 nicht doch. Ah, das ist doch scheiße, wenn es hängt die ganze Zeit. Noch bleib frisch. Das sind ja alles mit hier, auch die anderen Schwerter. Gut, da wir eh schon mal hier sind, können wir auch die Truhe dann wieder räumen. So, 1000 Gold. Kelle, schwarzer Rober, na gut. Hat da irgendein Schriftstück gehabt? Erstens Goldliste, ja gut. Ist der Kopf noch dran? Oh, du hast einen merkwürdigen Kampfstil, Fremder. Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Noch nicht. Nächster. Speichern wir noch mal vorher. Ach, wenn das so
Du siehst so aus, als könntest du ein bisschen Prügel vertragen. Das gibt na gut. Steig mit mir in die Arena. Nichts lieber als das. Es hängt schon wieder. Immer hängt es. Komm her, Börschchen! Ups, ups, ups. Da! Da! Au! Oh, da! Da! Oh, der ist stark. Wow. Nein, nicht doch, nicht doch. Oh, da! Laden wir nochmal. Na komm schon. Du siehst so aus, als könntest du ein... Hatten wir ja eben. Steig mit mir in die Arena. Nee. Vielleicht war es ein Fehler, hier zu speichern. Komm her, Börschchen! Nicht nachlassen, zeig's ihm! Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Nein, nicht doch. Oh, oh, oh. Wir essen mal schnell was. Bleib stehen! Ganz sicher nicht. Mann. Hey, hey, hey. Das darf doch nicht wahr sein. Der lässt mir keine Chance. Ich muss stärker werden und brauche eine bessere Waffe. Na komm. Komm her, Börschchen! Hallo. Was? Ich hatte nicht mal die Chance, das zu machen. Nun gut, dieses Mal schaffen wir es.
Komm her, oh, oh, oh. Börschchen! Ich glaube, ich will das gar nicht. Oh! Es gibt einen Kampf! Leute! Nein, nein, nein. Das ist ja mal wieder. Ah! Immer feste drauf! Ah! So! Hey. Au! So, machen wir nochmal den hier. Wow, 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 doch nicht. Oder hierhin. Zeig's ihm! Wir fressen mal lieber was. Bleib stehen! Ganz sicher nicht. So, wir sprechen mal zwischen. Wo er noch so wenig Leben hat und ich voll. Wir sprechen noch mal zwischen. Immer feste drauf! Wir sprechen noch mal zwischen. Elixier der Luft, den Zettel. Was ist Elixier der Luft? Ich hab damit kein Problem. Gesundheit. Das nimmt kein gutes. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Oh, beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Da haben wir ein mächtiges Problem. Ich hab keine Ahnung. Ach, hör doch. Das gibt doch nur wieder. Egal, mit ihm quatschen. Oh, du bist gut, Mann. Siehst gar nicht so aus, wenn du mich fragst. Ich glaub dir kein Wort. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Erzähl mir was über deinen Boss. Über Marek? Er hat eine Menge Probleme mit dem Sauhaufen hier. Aber er hat alles im Griff, soweit ich das beurteilen kann. Das hätte ich dir vorher sagen können. Was ist mit deinem Preis? Du kannst meinen Sklaven mitnehmen. Ich habe eh keine richtige Verwendung für ihn. Gut. Möglich ist alles. Wenn du keinen Ärger mit meinen Herren haben willst, redest du besser nicht Einige mit mir. Dinge werden sich er heißt Dan und ist Gladiator. Also sieh dich vor. Jetzt nicht mehr. Möglich ist alles. Du gehörst jetzt mir. Gut. Ich weiß nicht. Oh, ich bin am Verhungern. Drei. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Warten wir. Speichern wir nochmal. Frischfleisch. Erzähl mir was über Marek. Den Kerl würde ich gerne mal in der Arena besiegen. Die anderen halten alle ganz große Stücke auf ihn. Aber ich glaube, das ist alles nur Fassade. Marek hat mit Sicherheit nichts drauf. Da verwette ich meinen Arsch. Was ist der Preis, wenn ich dich besiege? Wenn du mich schlägst, gebe ich dir 500 Goldmützen. Kämpfe mit mir. Also dann, wir sehen uns in der Arena. Jo. Hey du, was schleichst du hier rum? Dann zeig mal, was du drauf hast. Nein, doch, ich warte doch mal. Mist, das könnte böse sein. Nee. Ah, oh, oh, oh. Es gibt eine Kampf. Ah. Ja. Ja. Oh. Immer feste drauf. Volltreffer! Ja, immer feste drauf! Aber das ist anscheinend einfacher als der andere. Oh, sagte er und wurde niedergeschlagen.
Na komm schon. Dauert und dauert und dauert. Oh, 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 oh. Wo ist der Scheiß drin? Hey. Ich hab nur gespeichert, deswegen hängt es. Ja, immer feste drauf. Oh. Oh, oh, oh. Das abgesessen. Ja, immer feste drauf. Nochmal speichern. Das abgesessen. So macht man das. Ja. Hey, du Häuster, dann schlafen wir mal ganz kurz. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Du solltest. Okay. Na denn, was sagst du dazu? Ach, jetzt ist er auch da. Ach, nicht schlecht. Du hast mich glatt umgehauen, Mann. Hier ist dein Preisgeld. Danke, Meister. Und es kommt noch schlimmer. Das ist ja schrecklich. Nee. Nee, nee. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Richtig. Aha! Ich glaube, ich hab dir noch keinen aufs Maul gehauen, oder? Was hältst du von Marek? Ohne Marek würde der Laden hier nicht laufen. So viel ist schon mal klar. Lass uns in der Arena kämpfen, Kleiner. Dann zeig mal, was du kannst! Gut. Er steht immer noch da. Rum erzählt, darf sich nicht wundern. Komm her! Leute, es gibt einen Kampf! So. Was? Da! 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 Nein! Okay, laden. Na komm. Mal schauen, ob wir den in der letzten Minute schaffen. Ja. Komm her! Nein, nein, nein. Es gibt einen Kampf. Da, da. Ach Mann. Ja, immer feste drauf. Oh. Gut. Da! Ja! Nicht nachlassen! Da! Bist. Nein, nicht hängen. Okay. Da würde ich sagen, also wir laden gleich, also Gold, für die nächste Folge. Das ist schon mal meins. Die Waffe nehme ich mal lieber mit. Ja, danke, Meister. Dann starten wir in der nächsten Folge wieder vor der Arena. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient.